Also man kennt ja Unterschiedliches und es hat ein Bild gezeichnet, das ein Stück weit natürlich auch absolut nicht meines ist. Das sage ich schon dazu. Ich habe das auch intern formuliert, wo ich es konnte. Die strafrechtlichen Fragen sind was anderes. Die müssen, glaube ich, Gerichte und Ermittler auch beurteilen. Da bin ich mit Vorverurteilungen immer sehr vorsichtig. Leute werden heute oft sehr schnell für etwas beschuldigt und oft kommt hinten nach raus, da war nicht viel dran. Manchmal kommt raus, es war was dran, dann gibt es auch klare Konsequenzen dazu. Ich glaube, da sind einfach andere zuständig dafür, das zu beurteilen. Ich neige nicht zu Vorverurteilungen, ich tue das eigentlich nie. Aber als Partei hat man insgesamt nicht nur strafrechtliche Dimensionen zu bewerten. Das ja sowieso, ich meine, das steht ja völlig außer Diskussion. Wenn strafrechtliche Dimensionen vorhanden sind und was dran wäre, dann sind die Konsequenzen ohnehin hart zu treffen. Da gibt es bei mir null Pardon in dem Zusammenhang. Aber als Partei hat man auch einen gewissen Umgang zu beurteilen, einen gewissen Stil, den man miteinander pflegt und so weiter. Da kommen natürlich in Chats auch gewisse Dinge zutage, mit denen man aus meiner Sicht nichts anfangen kann. Ich habe es auch gestern für wohltuend empfunden, dass der Sebastian Kurz auch für sich selbst gesagt hat, da sind ihm einige Äußerungen auch passiert in diesen Chats, die er so nicht mehr treffen würde. Ich glaube auch, dass auf diese Aussage auch viele gewartet haben, innerhalb der Partei zu sagen, wir wollen das nicht, das ist nicht der Stil, das ist nicht der Stil der Volkspartei und es ist schon gar nicht der Stil der Vorarlberger Volkspartei. Also wenn ich derartige Vorkommnisse in eigenen Reihen sehen würde, dann würde ich sehr schnell auch tätig werden und dafür sorgen, soweit man das überhaupt kann, Mitarbeiter zu ermahnen oder anderen auch klarzustellen, dass wir diese Art des Umgangs nicht haben wollen. Also das ist schon etwas, was uns belastet. Das ist etwas, was ich sehe und wo ich auch intern klar gesagt habe, wir wünschen uns auch, dass der Parteiobmann in dem Zusammenhang auch einmal ein Wort dazu sagt. Selbst wenn ihm da selber einmal was durchgerutscht sein kann, niemand ist da völlig frei von Fehlern, glaube ich. Jedem kann einmal eine Äußerung passieren. Aber es gehört auch die Größe dazu zu sagen, das ist nicht der Stil, den ich an sich pflegen möchte und es ist auch nicht der Stil der Partei. Und wo man es kann, muss man es abstellen natürlich.